Wir sehen uns mal einen Fernwärmeabschnitt im City-Bereich an. Ihr seht hier zwei Rohrleitungen, jeweils Vorlauf und Rücklauf, wo eine Fernwärmerohrleitung erweitert wird und dann auch im Nachhinein Wohnabzweige eingearbeitet, eingeschweißt, die dann zu einem Hausanschluss führen. Ein angenehmer Graben ist hier im Vorfeld geschaffen worden. Herzlichen Dank an der Stelle an die Kollegen. Ist natürlich gut für uns alle zum Vorrichten, zum Wegschweißen, Schleifen, Säubern und natürlich die Zwangsposition im Wegschweißverfahren gut ausführen zu können. Ist natürlich nicht immer so. Wir hatten viel Glück, natürlich auch mit dem Wetter, um eben auch diese Leitungen gut verlegen zu können und gut montieren zu können. Ihr werdet gleich sehen, den insgesamt Eindruck von dem Graben. Die Rohrleitung muss natürlich fachgerecht verlegt werden. Da gibt es bestimmte Maße, die eingehalten werden müssen. Die weißen Muffen, die ihr seht, dienen zur Isolierung, die dann im Nachhinein nach den Schweißarbeiten wieder rübergeschoben werden und fachgerecht isoliert werden von den Kollegen. In den Rohrleitungen führen zwei Drähte mit, ein sogenanntes Lecksuchsystem, was eben zur Überwachung für Leckagen gedacht ist. Falls mal ein Leck auftreten sollte, kann man genau orten, wo es ist. Die Leitungen werden natürlich geprüft, das muss ein paar Jahrzehnte halten im Fernwärmebereich. Da werden Garantien draufgegeben von den Betreibern und auch natürlich von der ausführenden Firma. Ihr seht hier mal die Abzweige, die dann zu einem Haus führen. Vorlauf, Rücklauf jeweils und die einzelnen erschlossenen Gebiete können so vom Hauptstrang aus mit Fernwärme versorgt werden. Ist natürlich eine freundliche Geschichte insgesamt im Sektor der Energie. Hier seht ihr mal die Abzweige, wie das sauber verlegt und geschweißt wurde. Kann man natürlich anbieten. Insgesamt das Bild von dieser Baustelle. Schöne Sache, wenn alles gut funktioniert. Hier auf dem Rohrschweißer-Wegschweißer YouTube-Kanal findet ihr noch weitere Informationen für euch als Wegschweißer zum Trainieren und Umsetzen. Wegschweißer-Training, Lichtbogentraining, Wegschweißer-Brennerführung und natürlich die Pendeltechnik. Findet ihr die Informationen unter dem Video, könnt ihr euch gerne angucken. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Videos teilen mit euren Freunden und Bekannten und ich wünsche euch natürlich viel Spaß in eurer Branche als Schweißer, wo auch immer ihr tätig seid oder tätig sein werdet.